Hi Leute, weiter geht's mit Millennia und dem Krieg der Welten. Die Aliens sind da. Blöde Aliens. Weiter geht's. Unsere Armeen. Ja. Das mal haben wir ja zwei Anführer drin. Haben wir. Brauchen wir nicht. Können wir einen Anführer rausziehen? Da drüben fehlt einer. Ziehen wir den da mit rein. Die Armee sind schon angeschlagen. Dadurch, dass wir den Anführer reingezogen haben, kann der halt hier nicht mehr das Mutterschiff angreifen. Das ist Mist. Dann greifen wir einfach mal ohne Anführer an. Attacke! Nieder mit den Aliens! Es ist das erste Mal, dass wir ein Alien-Mutterschiff runterholen vom Himmel. Es wird eng. Aber es überlebt mit 8 HP. Die Luftflotte hatten wir schon, ja, losgeschickt. Hier ist noch eine Einheit, eine Armee. Ja, die schafft auf jeden Fall das Mutterschiff. Los, komm. Ich hoffe, man. Vielleicht bekommen wir ein Intro oder so. Irgendwas Spezielles, wenn man das allererste Mal ein Mutterschiff platt macht. Nö. Ist einfach krachend kaputt gegangen. Und jetzt liegt hier ein Mutterschiff. Seht ihr das? Hier ist es abgestürzt. Aber die Armee ist ja gerade im Weg. Müssen wir uns da nochmal angucken, wenn. Ach, doch, hier, schaut. Jetzt sind wir drüber gekommen. Außerirdische Technologie verbraucht für. 5 Wissen und Dings, ja, aber das Problem ist, das sind ja alles Vasallen hier und da können wir natürlich keine Verbesserung hinplatzieren. Weil es halt nicht unser Territorium ist. Aber das erste Mutterschiff ist platt. Hat uns ja höchstens so 3, 4 Einheiten gekostet insgesamt. Gut, dann hatten wir mit den Franzosen offene Grenzen, aber das sollen sie selber lösen hier, ihre Konflikte mit ihren Aliens. Wir haben unsere eigenen Aliens. Tage. Nützt ja nichts. Wir wollen uns das Elend gar nicht anschauen. Wir wissen, dass wir hier mit den Konquistadoren kaum eine Chance haben gegen das Mutterschiff, aber dann ist es halt so. Hier wird die Bewegung fortgesetzt. Ein paar HP ziehen wir ja trotz alledem ab. Bleibt mal bitte kurz stehen. Das U-Boot schicken wir dahin. Eine Region ist inaktiv. Abgeschlossen. Forschungsinstitut in Tanis. Das Forschungsinstitut hat ordentlich Bildung gekostet. Ja. Können wir ein Gebäude bauen, was Bildung raushaut? Könnten wir jedoch Bomber. Priorität. Und hier ebenso Forschungsinstitut. Bildung gibt es hier noch genügend. Bomber dauern hier 5 Runden. Das ist uns ein bisschen zu viel. Dann lasst hier was anderes bauen. Containerdepot. Ja. Bringt Produktion. Kriegsführung. Das lassen wir alles.
Deckendecker, Raumfahrtbehörde. Ja, wir haben 333 zusammen, das ist eine Menge. Das heißt, wir können Weltraumexpeditionen jetzt uns gönnen. Überschallflugzeug. Zählt als Jagdflugzeug. Mit Jagdflugzeugen können wir keine Mutterschiffe angreifen, deshalb brauchen wir das nicht. Wettlauf ins All-Richtlinien, das haben wir schon gemacht. Also jetzt das hier. Entsende eine Mannschaft ins All, um eine zufällige Mission für verschiedene Belohnungen zu erfüllen. Machen wir. Jetzt ist die Frage, ist das eine Kultur? Eine Kultursache? Kulturkraft, Erkundung. Ja. Gucken wir uns an, wenn es in der nächsten Runde soweit ist. Oder gucken wir es uns jetzt gleich an? Nö, wir warten jetzt noch eine Runde. Ja, Rom. Da bauen wir ja schon das Nationalmuseum. Die Hygiene. Können wir da noch einen in einen Wertstoffhof mit reinbringen? Ja, können wir. Nahrung habt ihr eigentlich noch genügend? Dann nehmen wir das hier einen weg und stecken den mit in die Hygiene rein. Hier. Sehr schön. Können wir die Wertstoffhöfe eigentlich upgraden? Sieht mir nicht danach aus. Ne, können wir noch nicht upgraden. Rom 117. Das ist mir zu wenig. Hauptproblem ist natürlich bei Rom die Information. Da fehlt uns die Technologie halt noch. Aber es wächst halt trotzdem noch. Ihr seht es ja hier oben. Ist okay. Runde beenden. Da war irgendwo ein Transportschiff der Aliens. Unten an unserer Südspitze hatten wir ohnehin schon gesehen. Ja. Sie greifen die Städte an. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn sie wirklich durch die Stadtverteidigung durchkommen. Ich tippe mal, die würden die Städte zerstören, oder? Man weiß es nicht. Denk gerade an die Kriegsunruhen, die sind jetzt weg. Ja, sind sie. Sehr gut, sehr gut. Nur nochmal nachgeschaut. Vorsichtshalber. Zuallererst wieder unsere Luftstreitkräfte. Da sind jetzt neue dazugekommen. Wir werden aber erstmal noch mit den alten zuschlagen. Ja. Lasst uns die angreifen. Die sind aus Reichweite. Da, das Mutterschiff alt. Da sind noch Aliens, die wir bombardieren können. Mit ein bisschen Glück, jawohl, sind sie weg. Und die müssen wir jetzt zusammenfassen. Abydos. Wobei, müssen wir gar nicht. Wir produzieren ja jetzt weiter Bomber. Da haben sie aber einige gewassert hier. Luxor.
Macht sie nieder. Bin am Überlegen, ob wir eine komplette Armee rüberschicken, aber nö. Ey, die drüben ist, da haben wir in uns mit diesen, mit den Städten, die wir haben, also es ist ja wirklich alles eine sehr gute Produktion, die Städte, haben wir dann natürlich die Möglichkeit, dass wir dort eine neue Armee schneller ausheben. Außerdem produzieren wir ja drüben jetzt schon die ganzen, unsere Luftstreitkräfte. Deshalb behalten wir die hier drüben. Gut, hier brauchen wir den Anführer, nehmen wir mit rein. Dann kümmern wir uns um, welches Raumschiff hier unten im Süden das. Also lasst uns mal dahin marschieren. Das ist der Anführer und das ist die dazugehörige Armee. Marschiert ebenfalls gen Süden. Ihr braucht ne, keinen Anführer, habt ihr. Fein. Und ihr habt auch einen Anführer. Ebenfalls nach Süden. Drei Armeen haben wir jetzt hier noch sozusagen. Hauptstadtangriffe müssen wir noch durchführen. Was vergessen? Ach, Scheibenkleister, da war eine Landstreitkraft. Die sehe ich ganz gerne mal. Der Steinbruch war von denen zerstört worden. Ja, die Armeen werden größer. Das ist natürlich eine Gefahr. Dann halt auch für die Stadtverteidigung. Also im Moment geht es noch 168. Ich denke, selbst so eine kleine Stadt wie Istanbul sollte damit fertig werden. Aber sie werden größer. Die Armeen der Aliens. Dauert zwar eine Weile, aber sie werden halt mehr. Das ist nicht so toll. Gut, das können wir alles wegklicken. Die Kämpfe. Die Armee. Ja. Das Raumschiff hier ist halt eine Gefahr. Es kann Truppen gegen die Franzosen schicken und auch Truppen gegen uns schicken. Ich würde die Armee trotzdem mal nach Süden ziehen, um dass die sich mit der anderen angeschlagenen Armee da zusammentut. Luftstreitkräfte hatten wir alle schon bewegt bzw. mit angegriffen. Nieder mit dem Mutterschiff. Kraft verwenden, da gucken wir uns jetzt Weltraumexpedition an. Ah, meinen letzten Schluck Kaffee getrunken. Mission Mars. Eine unbemannte Sonde ist erfolgreich mit einem Rover auf dem Mars gelandet. Von den Fotos des Rovers können wir viel lernen. Aber sein Hauptzweck ist es, Proben zu sammeln, die er für weitere Forschung zurückbringen soll. Allerdings hatte nur begrenzten Platz zum Sammeln von Proben. Wir können Bodenproben priorisieren, 30 Innovationen, Raumfahrtzentrum, 10 Verbesserungspunkte. Nützt uns überhaupt nicht die Verbesserungspunkte. Oder wir sagen, die seltsamen Gesteinsproben priorisieren. Dann nehmen wir natürlich die seltsamen Gesteinsproben. Ist jetzt zwar auch nicht so der Bringer. Na gut, 60 Innovationen ist ja ganz nett, aber...
Und Wissen, 30 Wissen ist ein Witz mittlerweile. Wir machen 150 pro Runde. Das können wir uns also schenken. In Zukunft diese Weltraumexpedition mit Kulturkraft zu verwenden. Das können wir uns echt schenken. Naja, wir haben es mal gesehen. Also, Weltraumexpeditionen. Nö, danke. Könnte man auch im Titel reinbringen jetzt hier. Unser erster Weltraum. Weltraumexpedition gut oder schlecht? Ich würde sagen, schlecht. Kriegsführung. Sind wir hier bei 400 angekommen? Was machen wir denn pro Runde mittlerweile? 21, das ist okay. Gönnen wir uns die Tapferkeit. Reduziert den Einheitenunterhalt. Und dann sind wir schon bei den Städten. Ja, kommunistisch, wartet mal. Können wir uns hier noch irgendwas gönnen? Ja, da brauchen wir noch mehr Regierungspunkte. Raumfahrtbehörde, Vermächtnis, Sozialgefüge, Erkenntnis plus 1. Da sind wir zwar schon am Cap abgeschlossen, aber wir machen es trotzdem. Bekommen ja noch ein Erkundungs-EP dazu. Propellerbomber abgeschlossen. Mehr Propellerbomber bauen. Flughafen abgeschlossen. Ja, Nicomedia braucht ebenfalls Informationen, aber Nicomedia braucht natürlich auch Propellerbomber. Und York wurde ebenfalls. Oh, York braucht man Nahrung. Da kümmern wir uns gleich mal drum. Jok, 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 sonst vergessen wir es nur. Hier. Nahrung. Ihr benötigt Nahrung. Was halt sein kann. Ach so. Deswegen. Die Aliens besetzen ja den Bauernhof. Habt ihr Strom? Ja, habt ihr. Dann lasst uns doch einfach mal. Wartet, wartet, wartet. Sammeln. Arbeitsautomaten, Bauernhof. Uns dahin bauen. Jawohl. Und schon sind wir bei 138. Bedürfnisse. Bedürfnis für Nahrung. Sehr gut. Rom hat das Nationalmuseum gebaut und trotzdem. Ach nee, Bildung war es, was das nach oben bringt, ja. Ja, eindeutig, oder? Bomber. Mehr Bomber. Luxor hat schon einen Bomber gebaut, aber er baut noch einen Bomber. Bin gespannt, wenn das Cap erreicht ist. Also wenn wir dann zwei Bombereinheiten in einer Stadt stationiert haben. Ob wir dann trotzdem noch weiter Bomber bauen können und ob die dann auf die Vorstädte ausweichen, bin ich mir aber nicht sicher. Werden wir sehen. Hier ist was zerstört worden, können wir reparieren. Und dann sagen wir mal, wir beenden die Runde. Krass, oder? Wie wir jetzt hier überall Bomber produzieren, aber ist das Beste. Weil bis jetzt können die sich nicht dagegen wehren, die ollen Aliens. Hier ist ein Transportschiff, aber da haben wir keine Einheiten. Wo sind die Zerstörer? Doch, halt, stopp, wartet mal. Wir müssen doch hier Zerstörer haben. Halt, nee. Ich irre mich. Unsere Zerstörer sind hier drüben. Irgendwo. Hätte ich gedacht. Flotten. Ach, die sind hier. Da ist ein Alien-Schiff und da auch. Zwei. 225, 168. Komm, wir greifen die an. Seeschlacht gegen die Aliens. Ach, du grüne Neune. Ich dachte, das wären Transportschiff, aber das sind direkt Wassereinheiten der Aliens. Okay, das ist schlecht. Ich war echt der Meinung, dass das
gewasserte Invasoren sind, aber nee, das sind direkt Wassereinheiten der Aliens. Krass. Blöde Wassereinheiten der Aliens. Interessant. Da haben die Zerstörer zu tun. Gut, das war's hier. Rom. Hauptproblem nach wie vor Information. Beenden wir die Runde. Ich würde sagen, ja. Oder gönnen wir uns hier noch einen Arbeitsautomaten? Sondern. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Komm, wir beenden die Runde, weiter geht's. Wir wollen die Aliens raustreiben. Franzosen kämpfen auch tapfer. Da haben sie unsere Zerstörer angegriffen, unsere Zerstörerflotte. Diverse Angriffe der Invasoren. Gucken wir uns aber alles nicht an. Das Einzige, was wir uns vielleicht angucken könnten, ist hier im Süden, wo unsere Zerstörerflotte noch existiert oder vernichtet wurde. Ne, noch existiert sie. Aber brauchen wir uns auch nicht angucken. Wir greifen die jedoch an. Vernichtet! Nehmt das! Und das. Kennt das Spiel. Hauptstadtangriff. Istanbul hat zu tun. Der Wehrturm ist 42% Haltbarkeit. Das ist fies, dass sie hier übereinander stacken. Zieht die mal raus, die Landstreitkräfte. Dann sind sie einfacher zu bekämpfen für unsere Bodentruppen. Sie haben sich bewegt, oder? Ich bin mir immer noch nicht ganz im Klaren darüber, ob die Mutterschiffe sich bewegen. Definitiv. Wartet mal, ist es so? Doch, überall, wo die Mutterschiffe sind, sind Wüsten. Ich kann's. War das Mutterschiff nicht vorher hier? Waren wir nicht bloß ein Feld davon entfernt? Ich glaube, die bewegen sich tatsächlich, aber nicht in jeder Runde. Ja, die sind im Weg. Dann bewegt ihr euch dahin. Wir müssen aber erstmal noch halt nicht mit den Flotten, sondern mit unseren Luftstreitkräften, die angreifen. Gibt es hier irgendwas in der Nähe? Ja, hier. Das Mittel der Wahl sind Bomber. Wieso? Ne, St. Petersburg, wartet mal. Doch, ne, ja, nein, vielleicht. Dann halt hier.
das. Ein Schiff weniger oder U-Boot, was auch immer das sein soll. York. Ja, bombardiert mal die Landstreitkräfte. Luxor. Gibt es irgendwo Landstreitkräfte? Ja, hier. Ebenso die Landstreitkräfte da bombardieren. Die Armee greift an. Ganz frisches Mutterschiff hier gewesen. Da war noch nichts angekratzt. Höchstens ein bisschen der Lack. Ja. Eine Einheit weniger. Brauchen wir uns eigentlich in Zukunft auch nicht mehr angucken hier. Wir können das so durchklicken, weil wir wissen, wir haben im 1 gegen 1 gegen die keine Chance, beziehungsweise sie sind halt zäh ohne Ende. Zum Glück machen sie nicht so viel Schaden. Wir verlieren aber Einheiten und es ist halt so, es nützt nichts. Wir könnten das eigentlich ausschalten, weil im Moment ist es schon ganz schön langweilig, die Kämpfe. Und das kann man irgendwo abstellen. Wo war das? Finde ich das jetzt sofort? Kampfansicht immer als Benachrichtigung nie. Als Benachrichtigung brauchen wir es auch nicht. Wir sagen nie. Fortfahren. Müssen wir halt bloß darauf achten, dass die Armeen logischerweise weiter jetzt Einheiten verlieren. Wir sehen es halt bloß nicht. Und wenn wir die Armeen anklicken, dass wir darauf achten, wie stark die Truppen denn da jetzt noch sind von uns. Ja, ihr habt halt auch schon ordentlich kassiert hier. Habt doch keinen Anführer mehr. Könntet die hier mal angreifen. Ach, die waren schon die Moral geschwächt. Super. Dann sind sie komplett zerstört worden. Sehr schön. Hier könnten wir die Armee aufwerten. Also sind ja die Stadtwachen nur. Das müssen wir aber nicht. Ihr bleibt einfach hier und haltet da Wache. Das ist das Nutzschiff, das da zu diesem Thunfisch-Vorkommen schippern soll. Ihr haltet ebenfalls Wache. U-Boot. Region inaktiv. Tanis, Propeller, Bomber. Weiter. Propeller, Bomber bauen. Und dann sind wir durch. Runde beenden, ja. Jedoch erst in der nächsten Runde, Freunde der Nacht. In der nächsten Folge. Denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare, ganz wichtig, Abo da lassen, kostet euch keinen müden Cent, aber motiviert mich ungemein und lässt natürlich auch den Kanal hier wachsen. Also, Abo da lassen, nicht vergessen, ist komplett umsonst, einfach nur Abo da lassen. Freunde der Nacht, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Millennia. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.